Wir sind gerade in Noosa angekommen. Boah, wild. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Montag und wir sind gerade in Noosa angekommen. Weil bei uns geht es jetzt ja wieder los mit dem Reisen. Wir sind jetzt gerade bei unserem Airbnb angekommen, was wir gebucht haben, aber es ist niemand zu Hause. Es ist halt so ein privater Anbieter, wo wir dann irgendwie in so einer Hütte schlafen wahrscheinlich, keine Ahnung. Oder in einem Zimmer. Ja. Und ja, es hat jetzt ein bisschen lost, weil wir jetzt so ein bisschen hier stehen, wie Bestellte nicht abgeholt. Ja. Aber wir gehen jetzt vielleicht erstmal einkaufen für heute Abend, dass wir was zu essen haben. Und dann, ja, warten wir halt auf die Vermieterin. Und es war so ein kleiner Fail, weil wir sind wirklich so weit von Noosa noch entfernt. Also mit dem Auto so 15, 20 Minuten. Das ist halt voll okay an sich. Aber wir wollten halt eigentlich nicht immer mit dem Auto reinfahren, weil es ist halt immer richtig voll dort und man findet richtig schlecht Parkplätze und so. Das ist halt richtig nervig, aber egal. Wir sind jetzt in Noosa angekommen und wir haben einfach so Glück gehabt. Wir haben hier einfach noch einen Parkplatz gefunden, obwohl eigentlich alles voll war. Also auf den anderen Parkplätzen war alles voll. Mega gut. Jetzt müssen wir nur 200 Meter gehen. Und wir haben mal wieder das Glück, dass in der Zeit, wo wir hier sind, also jetzt die 4 Tage oder 4 Nächte, sind hier so Schoolies. Also das bedeutet, alle haben gerade mit der Schule... Autos. Also die sind gerade mit der Schule fertig geworden und wir bringen jetzt so... Das ist halt normal, dass man dann irgendwie so ein Wochenende oder eine Woche in Noosa Party macht und hier einfach mit chillt. Uniform ins Meer springt und so. Das machen halt voll viele Noosa. Und wir haben jetzt einfach wirklich wieder Pech gehabt, dass es genau da ist, wenn wir nochmal für eine Woche nach Noosa wollen. Ja. Also wirklich perfekt. Deswegen ist hier auch wieder alles teurer und ausgebucht und voll. Ich habe einen guten Parkplatz gefunden, wo man umsonst parken darf. So, Jana nimmt Vanilla. Oh. Boah, wild. Sieht so geil aus. Und Cookies and Cream. Hier, wir machen mal eine Roomtour von unserem neuen Airbnb hier an in Noosa. So sieht das hier aus. Das ist halt eigentlich ein Haus und wir haben halt ein Zimmer und können halt Bad und so mit benutzen. Aber wir haben nur eine Frau. Ja, das Bad sieht schon mal richtig schön aus, alles sauber gepflegt. Ich mache nur 5. Ich kann das besser sehen. Ja, Klo ist auch ganz lustig. Ja. Die hat irgendwie so einen geilen Vibe. Sieht alles so ein bisschen hippie-mäßig aus. Ja, auf jeden Fall kann man sich hier wohlfühlen. Wir sind ja auch an sich nur 4 Nächte hier. Ja, das sieht auch richtig cool aus an sich. Finde ich jetzt auch so normal. Guten Morgen! Wir sitzen jetzt hier schon auf unserer Terrasse im Airbnb und frühstücken. Ich zeige euch mal, was wir hier so Leckeres haben. Toast mit Schinken und Tomate, Gurke und Salat. Ja. Salat ist jetzt noch nicht drauf, aber... Ich habe eigentlich genau dasselbe. Ja. Wir haben jetzt halt auch nicht so mega viel eingekauft, weil wir auch nur für ein paar Tage hier sind. Aber Kaffee gibt es natürlich auch. Jeden Morgen. Das ist richtig schlimm. Wir haben hier halt... was richtig entwickelt, dass wir so oft Kaffee trinken. Und ja, gestern zum Beispiel hatten wir ja nur Kaffee für einen Kaffee und wir haben uns den geteilt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe gar keinen Kaffee getrunken. Es hat mich, also ich habe abends so gedacht, ja, der Kaffee hat mir heute gefehlt. Obwohl ich ja sogar ein bisschen Kaffee hatte. Das ist richtig krass. Das ist richtig scheiße. Weil eigentlich sind wir auch Menschen, also der Kaffee bringt uns nichts. Wir trinken Kaffee, wir könnten theoretisch auch Kakao trinken. Das ist einfach nur so ein Genuss. Also einfach nur, weil es uns schmeckt und weil wir... Es ist wie so ein kleiner, leckerer Snack so am Tag. Und keine Ahnung, wir haben jetzt trotzdem so diese Sucht entwickelt ein bisschen. Obwohl wir dieses Koffein gar nicht brauchen, weil wir werden von Kaffee nicht wach. Wir trinken das nicht, um wach zu werden. Daran merkt man, dass Koffein auch süchtig macht. No. Heute... Oh Gott.
Heute haben wir geplant, nochmal diesen Coastal Track in Nusa zu machen, aber halt nicht ganz, sondern nur eine kleine Strecke und dann uns da eine schöne Bucht suchen, wo wir uns dann hinlegen und dann einen Strandtag machen, also ganz entspannt, denn wir wollen heute Abend ins Nomads gehen. Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber hier ist das halt so voll das große Ding, weil das halt ist eine Hostelkette. Ja, die gibt es eigentlich in jedem Ort. Das ist ein Restaurant und eine Bar auch noch. Und dort ist halt dann so richtig dieses Hostelleben, so ein bisschen Party-Bar-mäßig halt. Und das wollten wir halt einfach mal auch erleben. Miterleben. Ja, und deswegen wollen wir die Experience heute Abend mal machen. Vorher wollen wir wahrscheinlich noch was essen gehen, ein bisschen was trinken. Und da ist heute auch so Bingo-Night und das finden wir eigentlich auch ganz cool, ein bisschen Bingo spielen. Mhm. Macht man ja auch nicht alle Tage. Mal jeden Tag ist da so eine andere Aktion. Also zum Beispiel morgen ist dann, glaube ich, irgendwie House-Party. Und dann am Donnerstag ist Karaoke und keine Ahnung, es gibt immer so neue Sachen, aber wir dachten, dass wir Bingo eigentlich mal ganz cool finden. Und dadurch, dass halt diese ganzen Hostelketten, also Nomads vor allem, relativ teuer ist und auch immer irgendwie ausgebucht ist, wenn wir es buchen wollen, dachten wir uns halt so, gehen wir einfach mal so hin, auch wenn wir da jetzt nicht leben. Uns wurde das halt hier auch schon öfter empfohlen. Vor allem in Nusa. Ja, in Nusa soll es hier ganz cool sein, da abends mal hinzugehen. Deswegen wollen wir es einfach mal ausprobieren. Ist ja gerade so. Vor allem in Nusa. Das hier ist unsere Aussicht. Mega idyllisch hier. Ja, und die fliegen auch die ganze Zeit, jetzt habe ich das Wort vergessen, Kakadus. Und richtig viele Vögel. Und ja, es ist richtig schön in der Natur. Wir sind jetzt hier wieder an dem Coastal Track, wo wir beim letzten Mal, als wir hier in Nusa waren, auch waren, weil der so mega schön ist. Ja. Und wir sind hier gerade einfach an einem Weg so was runtergegangen, wo eigentlich gar kein Schleichweg. Ja. Und jetzt ist hier, sind wir so bei Felsen, sieht richtig schön aus. Ja, das zeigen wir euch jetzt. Ist halt irgendwie, das Wasser ist heute so klar, es ist irgendwie nochmal viel klarer und blauer und türkisener als die letzten Male. Sieht aber richtig, richtig schön aus. Hier sind überall so kleine Muscheln. Schrecken oder was ist das? Ja. Schrecken. Das Wasser ist irgendwie viel klarer und auch nochmal viel türkiser als beim letzten Mal. Und wir wissen irgendwie nicht so ganz wieso, weil beim letzten Mal hatten wir sogar blauen, wolkenfreien Himmel. Und wir jetzt überlegen, ob es daran liegt, dass jetzt Sommer kommt und irgendwas an den Wasserströmungen anders ist oder irgendwie so. Wir haben hier jetzt gerade einen Strand, eine Bucht, für die wir uns jetzt entschieden haben, weil die mega schön ist. Und wir werden uns jetzt hier sonnen und ins Wasser gehen. Wir haben uns jetzt hier auf die Felsen platziert, weil der Sand irgendwie so leicht feucht ist und wir nicht wollen, dass unser Handtuch nass wird. Also so richtig klitschnass, so eklig sandig. Wir sind jetzt wieder zurück in unserem Häuschen und wir haben auch gerade noch was zum Mittag gegessen und uns fertig gemacht, weil wir heute Abend noch weggehen wollen. Und wir wollten euch mal erzählen, wie es hier so ist zu wohnen. Ja, denn wir wohnen hier, wir haben ja eigentlich ein Airbnb gebucht und irgendwie dachten wir, es wäre irgendwie ein bisschen anders. Ja. Und jetzt leben wir hier halt mit einer Frau in einem Haus. Die lebt hier halt normal, das ist ja ihr Wohnhaus. Genau, und wir haben halt einfach hier ein Zimmer und wir benutzen auch das gleiche Bad, wie sie die gleiche Küche. Und dann gibt es irgendwie noch so eine Hütte im Garten und das vermietet sie auch, also diese Hütte vermietet sie auch nochmal als Airbnb und da wohnen jetzt gerade zwei Asiaten drin. Die benutzen auch hier das Bad und die Küche. Irgendwie ist es ein bisschen komisch, also es fühlt sich so ein bisschen komisch an, so einfach so eine... Fremdlich so ein bisschen. Ja, so eine fremde Küche zu benutzen, weil man fühlt sich so gefühlt die ganze Zeit schlecht, dass man irgendwas falsch macht, weil es ist halt so ihr Haus, ihre Küche. Man fühlt sich halt an sich wie ein Gast, aber genau. Wir haben keine Einweisungen bekommen und wir mussten uns hier halt alles so selber zurechtfinden und wir benutzen es halt auch an sich so, wie als wären wir nicht zu Gast, aber irgendwie halt schon, ich kann es nicht so richtig erklären. Ja. War so ein bisschen komisch, an sich ist es wie, als wären wir in einem Hostel, genau. Aber wenn man dann daran denkt, dass wir bei jemandem zu Hause sind gerade, ist es irgendwie komisch. Ja. Fühle ich mich irgendwie zum Beispiel auch schlecht, wenn ich meine Sachen auf dem Wohnzimmertisch rumliegen lasse. Das zum Beispiel. Obwohl ich es ja an sich machen könnte. Ja, einfach ein Glas jetzt zum Beispiel. Genau. Das, wir räumen halt immer alles weg, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass sie das sonst blöd finden könnte oder so. Und es halt auch so ihr Haus ist und wir wollen halt natürlich ihr Haus auch so ordentlich halten und so. Ja. Es ist irgendwie ein bisschen, ja, es ist lustig. Wir haben hier gerade die Sessel verschoben. Dabei habe ich mich schon schlecht gefühlt. Ja, schieben wir jetzt auch direkt wieder zurück. Aber ansonsten ist es hier mega gepflegt, schön und sauber. Alles gut.
Die Frau ist so ein bisschen komisch, die telefoniert den ganzen Tag. Die Lage ist halt auch nicht so optimal hier von dem Airbnb. Wir dachten, das wäre halt direkt in Nusa, aber wir müssen halt immer so 15 Minuten mit dem Auto fahren. Und alleine heute Abend, wenn wir jetzt nochmal dahin fahren wollen und was trinken wollen, müssen wir jetzt ein Uber kaufen. Und das ist halt schon teuer. Wir wollen halt eigentlich öfter mal rausgehen jetzt hier in Nusa. Aber dadurch, dass es halt der Uber auch relativ teuer ist, machen wir es jetzt wahrscheinlich einfach nur einmal. Ja, das ist halt heute. Da nehmen wir euch auch wieder ein bisschen mit. Also wir wollten hier essen gehen, weil hier gibt es so ganz viel Auswahl und das ist halt perfekt für Mona und für mich, weil Mona ja nicht alles essen darf und ich mir halt hier alles holen hätte können und wir zusammen hier essen könnten. Aber es hat alles zu, außer Kebab. Um 18 Uhr muss man dazu sagen, es ist 18 Uhr. Good morning, Leute. Es ist 17 Uhr. Guten Morgen. Ich war total irritiert. Ich dachte, was machen wir jetzt hier? Ich wollte einfach nur so starten, weil der nächste Tag startet. Ja, ja. Ja, wir haben heute absolut gar nichts gemacht. Ausgekatert. Ja, weil gestern war spaßig. War sehr wild. Es war so cool. Es war echt lustig, aber wir haben leider ein bisschen viel getrunken. Ja, ein bisschen über den Durst hinaus getrunken. Ja. Und deswegen mussten wir uns heute ein bisschen ausruhen. Das Gute ist aber, dass das Wetter auch richtig schlecht ist heute. Also was heißt richtig schlecht, aber es war nicht eine Minute Sonnenschein und es hat auch ein bisschen gestüppert zwischendurch. Ja. Also hätten wir so oder so nicht an den Strand gehen können. Ich finde, dann fühlt man sich immer besser, wenn man so einen Katertag hat und nichts tut. Das ist das Geilste, wenn es regnet oder so draußen richtig mieses Wetter ist. Ja, wir können mal ein bisschen vom Abend erzählen. Und zwar sind wir mit dem Uber nach Nusa gefahren. Die Hinfahrt hat alleine schon $30 gekostet. Ja, genau, es war ein sehr teurer Abend. Der teuerste Abend in meinem Leben. Ja, für mich auch. Ich habe noch nie, so viel Geld. Wir kaufen uns halt eigentlich nie Getränke im Club selber oder generell. Also wir trinken halt immer gut vor. Ja. Wir sind nach Nusa gefahren, haben uns dann nochmal kurz Pommes geholt zum Essen. Und dann war es irgendwie alles total stressig, weil der Bingo-Abend war angesagt um 7, um 19 Uhr. Und dann wollten wir halt pünktlich kommen. Und dann waren wir halt auch um 7 Uhr da, in dieser Bar. Ja. Und ja, dann hat es aber die ganze Zeit noch nicht angefangen, haben wir da so dänische Mädchen kennengelernt und uns zu denen gesetzt und haben dann erstmal noch ein bisschen getrunken. Am Anfang haben wir uns erstmal Malibu geholt für $12 jeweils. Auf einmal haben wir angefangen mit Gingerbier, also Ingwerbier. Und wir haben das beide noch nie getrunken. Noch nie vorher getrunken. Und es war eigentlich vom Geschmack lecker. Lecker? Aber auch ein bisschen scharf, halt nach Ingwer schmeckt schon extrem. Davon haben wir dann einiges getrunken. Ja, richtig schlimm. Da gab es immer solche Kübel. Wir haben uns 3 solcher Kübel gekauft. Das kann man halt euch nicht erzählen. Und davor muss man halt sagen, haben wir schon jeder einen Liter Wein vorgetrunken. Dann diesen Malibu und dann das Gingerbier. Dann ging es halt los mit dem Bingo um 8.30 Uhr, glaube ich. Also anderthalb Stunden später, als es eigentlich angesagt war. Aber es war richtig cool. Es ging irgendwie richtig ab. Die Musik war halt richtig laut. Und dann haben das so zwei lustige Männer gemacht und haben da richtig Stimmung gemacht. Und ja, das war echt lustig. Die Zahlen rumgeschrien und dann zwischen den Zahlen lief immer Musik und alle sind auf die Bänke gestiegen und sind richtig abgegangen. Es war irgendwie richtig, richtig geil. Die Atmosphäre, so alle hatten richtig Spaß. Aber durch die laute Musik hat man halt auch die Zahlen voll schlecht verstanden. Und wir dachten halt dann einmal, dass wir Bingo haben. Nach meinten, vorne gegangen? Ja, alle meinten sehr gern, geht schnell nach vorne und so. Wir waren uns halt schon voll unsicher und meinten so, boah, voll peinlich, wenn wir doch kein Bingo haben. Aber wir sind halt einfach nach vorne gegangen. Und dann hatten wir kein Bingo. Ja, so peinlich. Und da blenden wir euch jetzt mal ein Video ein, was passiert ist. Ja, es ist so lustig. Oh, hat sie alle fucking an. Oh, boys and girls, boys and girls, boys and girls, boys and girls. You know what happens when you call that joke? After me, Molly, you need to stay here for the rest of the round. Boys and girls, repeat after me. Dickhead. Dickhead. Das war der Abend. Dann sind wir nach Hause gefahren irgendwann und es war echt mega cool. Also das kann man jedem empfehlen, der mal hier ist und ja, Lust hat auf ein bisschen Stimmung. Nusa Nomads Bingo-Abend. Mega ja, cool. An dieser Stelle würden wir den Vlog auch beenden. Wir werden heute einfach nur noch Nudeln essen, weil wir waren gerade noch extra einkaufen und haben uns Nudeln geholt. Guten Tag!
Wir machen hier immer so Selbst-Checkout. Genau, wir sind gerade nämlich einkaufen. Jetzt bezahle ich. Und wir holen uns nämlich Pasta mit Pesto und Ketchup. Und morgen wollen wir dann wieder an den Strand und den Tag richtig nutzen. Nochmal diesen Track machen. Ja. Nochmal ein bisschen durch den Der Track hat es uns angetan. Ja, der Coaster Track ist... Oh, voll geschmückt. Der Coaster Track ist echt der beste Track, den man machen kann. Also das ist geisteskrank, wirklich. Aber habt ihr ja gesehen. Oder werdet ihr morgen noch weitersehen? Seid gespannt. Auf den nächsten Vlog. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.